Erstmal einen schönen Mittwoch. Konnichiwa. Na? So. Erstmal runterstellen den Quark hier. Oder bin ich tatsächlich generell irgendwie ein bisschen leise momentan? Hab ich deine Einstellung vergessen? Böp. Nö, es sieht eigentlich normal aus von der Lautstärke. Vielleicht bin ich einfach in letzter Zeit ein bisschen leiser. Ich rede einfach generell ein bisschen leiser, vielleicht. Oh Gott. Kabel. Vielleicht ist es einfach nur die Hitze, die momentan so reinböllert. Unter anderem. Erstmal was trinken, bevor wir anfangen. Kann ja schon mal gucken. Hier 21, 24, 20. Stimme des Zwielichts. Ach, die Stimme im Zwielicht. Oh. 24k, sag mal, kann ich nicht ein paar Pfeile oder sowas erstmal kaufen? Waffenschmied? Nein. Kaufen. Pfeile. Warum kann ich... Kann man nicht ins Lager... Achso, doch, man kann ins Lager kaufen. So. Weil will ich alles kaufen? Ja, doch, warum nicht. Hallo, Mari. Jo. Let's go in. Hey, erinnerst du dich noch an das Dorf, in dem wir uns das erste Mal begegnet sind? Nun, der Älteste dieses Dorfes hat uns eine Nachricht geschickt. Ich weiß, du hast dich schon um das Yokai-Problem dort gekümmert, aber in letzter Zeit hören die Leute dort nach Sonnenuntergang seltsame Geräusche. Deshalb sind viele von ihnen beunruhigt und einige wollen nicht ins Dorf zurückkehren. Vermutlich ist es ein Yokai, der dir das letzte Mal entwischt ist, oder vielleicht sogar ein Bandit, der Ärger machen will. Wie dem auch sei, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Versuch mehr herauszufinden. Okay. Gar nicht drauf geachtet. Kodama gibt's hier nicht, ne? Wo ist denn das? Opfer. Da stimmt, da war es mit drin. Ne. Gut. Vogel. Hier ist Sockgossi. Katze? Kannst mir nicht erzählen, dass die Katze der Gegner ist, oder? Vor allem, wenn da so viele Leute sterben. Von Yoki aufgeschlitzt. Okay. Husto! Ach, jetzt kommen sie alle. Ach, keiner hinter mir, gut. Wow! Der kam mich beim Finishen Gravel, der Arsch. Jetzt fühlt er sich geil. Na, lass mir erstmal den kleinen auch noch loswerden. Oder auch nicht. Au. Finish him. Yes. So, und jetzt kommt noch gleich ein Yoki, habe ich gehört. Ach, wow. Ernsthaft? Ah, oh, okay. Er wurde vergiftet.
bleiben die Schädel. Gib mir Feier. Aua. Nein, du sollst mir Feier geben, aber nicht Feier ins Gesicht geben. Das meine ich nicht. Der wurde einfach von der Katze gefinisht anscheinend auch. Oh Gott. Das war jetzt shit. Und gemein. Ah, jetzt kommt ein Blitzboy. Och Mann. Nein. Mann. Egal. Wer kommt jetzt noch? Gurzuki. Au. Gut. Nein. Er ist vergiftet, der Esel, Ochse. Bitteschön. Yes. Ach so. Oh Gott. Stimmt, der kann das ja mehr als einmal machen. Am Stück. Da war ja was. Nee. Oh shit, da war ich zu spät. Da war ich zu spät leider und ich hatte wieder Pech. Okay, jetzt die Mucke kam mir tatsächlich ein bisschen sehr laut rüber. Stell ich die auch nochmal ein bisschen wieder runter. Ist natürlich für euch jetzt nochmal ein ganzes Stück leiser, aber... Ich habe auch wieder vergessen, ich kann den ja kicken und dann verliert er ja noch mehr Ausdauer. Mann, ey. Naja, war ja nicht so schwer. Aber ich hätte gern noch länger den Blitz benutzt. Blitzbuff. Siehste, ja, habe ich auch völlig vergessen. Ich habe doch die Blitzzelle schon gelernt, Mann. Puh, die Vernichtung der Yokai, das war wirklich klasse. Der Älteste des Dorfs ist dir sehr dankbar. Ich habe ihm gesagt, dass nur noch ein Yokai übrig ist. Dieses seltsame Katzenwesen, das aussieht wie ein... wie eine Dampfnudel. Den Gnocchi oder was? Also, ich weiß nicht, was eine Dampfnudel sein soll, aber ein Gnocchi erinnert mich das, wenn überhaupt, dran. Die Katze. Aber das wird die Dorfbewohner wohl kaum verschrecken. Ich frage mich allerdings, wovon es geredet hat. Zumindest schien es Menschen gegenüber nicht sonderlich einseitig zu sein. Weißt du, was es gesagt hat, Hedy? Du bist doch immerhin zur Hälfte ein Yokai, oder? Nein? Na gut. Du hast was? Astralwissen? Das ist jetzt aus Versehen einfach übersprungen. Titelmenü. Ach ja, stimmt ja. Ruf durch Titel ein Boni. Seelenkernbilanz. Ja, also Schutz gegen andere Reiche auf jeden Fall. Aber ich gucke jetzt mal Ausrüstungsdrop gerade. Junge. 15 Ungi, what the fuck? 15 schon.
Plus 5 Ki. Nicht mehr nur ein. Elixierwirksamkeit, ja. Ki-Regeneration, ja. Goldbilanz wird wahrscheinlich auch nützlich sein. Kirek, ja. Ja. Das geht jetzt erstmal alles da rein. Wobei Ki tatsächlich. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich haben will. Noch mehr? Achso, Sob. Shop gerade, ja. So. Jetzt packe ich einen Gesundheit. So. Erlittener Elementarschaden verringern ist nicht bad. Fähigkeit. Yokai-Fähigkeitsschaden. Achso. Den ich mit meinen Yokai-Fähigkeiten mache. Sure. Yokai-Wandel verlängert. Ja, ja. Wäre schon nicht bad. Okay. Fähigkeitsanpassung, Kralle, Schleichangriff. Ja, ist ja gut, dass ich das gelernt habe. Universell. Kirschblüte. Sprungangriff ist schon nützlich. Bei Keep. Pool Impuls. Dämonenstoß. Achso, Blocken und Bauchpieken. Habe ich bisher, glaube ich, noch gar nicht wieder benutzt. Habe ich auch später meist nur unbewusst benutzt. X. Tonglocke des Rufs. Wenn sie benutzt, erscheint ein Tsune Kusori. Was richtig? Tsune. Wait. Nee, Tsune Kusori. Sorry. Genau, war schon richtig. Yokai und folgt dir. Ach, dann kommt so eine Katze oder was? Die Art von Tonglocke kommt seit der Jomon-Zeit zum Einsatz und wurde ursprünglich verwendet, um auf sich aufmerksam zu machen und Dämonen zu vertreiben. Die katzenartige Form der Glocke ist dazu gedacht, Glück zu bringen. Wow. Wait. Jetzt muss ich erstmal dran denken. Ich hatte doch auch den Blitzscheiß. Oder hatte ich das noch nicht ready gemacht? Wahrscheinlich habe ich es noch nicht ready gemacht gehabt. Okay. Machen wir das mal eben ready. Jetzt bereit machen. Blitz-Talisman. Oh. Muss einmal Amuse gehen, damit ich die komplett mitnehmen kann. So. Ja. Nein. Okay. Schön. Schöner. Geschick. Nee, okay, dann geht der jetzt einmal auf Herz. Da 23 Ki-Regeneration. Wobei. Ne, erstmal. Wait. Ausdauer. Training, Besucher. Jetzt kann ich nämlich Blitz-Talisman 3 machen. Ja, ja. Und den möchte ich binden auf den Wasseramulett-Slot. Ein Wasseramulett hatte ich ja nur dran, weil ich Omios Skillpunkte bekommen wollte. Momentwache-Amulett. Schießpulverbombe habe ich derzeit 0. Habe jetzt auch nicht so viel Geld, aber mal gucken, was sie, ob sie da was hat. Jetzt Steine, das hat sie. Guter Eisenbahn. Ach, jetzt sind besondere Funde direkt an zweiter Stelle. Nicht mehr ganz hinten. Jetzt haben die Sachen, die man eigentlich überhaupt kaufen würde, nach vorne gepackt.
Und die Sachen, die man eigentlich nie kauft, nach hinten. Wäre ein anderes Thema gewesen, wenn die halt irgendwann, keine Ahnung, besseren Wert hätten, ne? Auch im ersten Teil schon. So, vergüten, nee, zerlegen. The fuck? Kieferbrauchangriff, Verderbnis verleihen plus 6. Also glaube ich nur, wenn er voll ist, ne? Vertrautheit, ja, aber ich will wissen, was Vorahnung ist, ihr Idiots. Was ist das denn für Müll? Ah, okay, eine Yokai-Waffe, sie ist mit Verdammnis versehen, Angriff auf Gegner füllen die Vorahnung-Anzeige, welche die Waffe verstärkt, wenn sie komplett gefüllt ist. Die Frage ist, füllt sich das pro Hit oder füllt sich das pro Schaden? Wahrscheinlich eher pro Hit. Attribut Verderbnis hinzu, verursacht damit zusätzlichen Ki-Schaden, abhängig vom Verderbnisschutz des Gegners. Zusätzlichen Ki-Schaden. Okay. Wäre tatsächlich nicht bad. Was sagen meine derzeitigen Weapons denn überhaupt? Ah, hohe Haltung und Ki-Schaden, starker Angriff. Ja gut, dann nehmen wir die. Nehmen wir die gleich. Banditenaxt. Ist für Stufe 16. Stimmt, die hat ja auch Verderbnis verleihen. Wait, teilen die sich die Vorahnung? Nee, ich wollte gerade sagen. Das wäre es auch gewesen. Todesstoßschaden, was hat mein jetziges? Nahkampfschaden und Yokai. Vielleicht sollte ich die schon mal opfern an die. Die hier. Was steht da? Kiefer braucht Angriff mittlere Haltung. Ne, mehr Schaden an Yokai wäre mir, glaube ich, lieber. Muss ich die mal eben abrüsten. Mal eben abrüsten. Gib mir schon mal die bleichen, scheiße, dürrer Knochen und bleicher Ast. Armortechnisch, ja. Kyras des Ronin. Ronin. Und Nachträuber Kyras. Erbstück. Jutsu-Kraft. Verteidigung. Nee. Nee. Schutz des Drohnen. Nee. Alles Shit, das man verkaufen oder auseinandernehmen kann. Aber wahrscheinlich eher verkaufen. Ist aber hier was drin? Nee, noch nicht. Achso, die andere Axt will ich, glaube ich, auch anlegen. Aba. Nein, nicht schreien. Waffenschmied. Siegelbild. Roche Doppeltachi. Kostet. Warum zur Hölle kostet das so viel? What the fuck? Wait. Es muss doch bloß die eine Max-Vertrautheit haben, oder? Oder mussten beide Max-Vertrautheit haben? Shit. Egal. Hab eh nicht das Geld, also kann das noch warten. Wobei, scheiße, ich wollte den Müll verkaufen. Kaufen, verkaufen.
Alles außer die lilanen Quark generell. Wobei, nee, den behalte ich noch. Achso, der hat Ausrüstungs-Drop-Radi. Wundert, dass ich noch kein Gewehr bekommen hatte gestern schon. Eiserne Glewe. Glewe. Ja, verkaufen. So. Achso, zerlegen, genau. Das war's. Was sagen die beiden? Da ist auch ein Gegenstandsdropperater. Welche Stufe ist der? 17. Dann werde ich den gleich rausschmeißen. Der kommt weg. Die bleiben. Ach, wait. Ah. Das, jo. Ja. Gut. So, Bogen switchen. Jetzt sind beide Stufe 12. Wait, wenn die beide Stufe 12 sind? So, Mission 21 hier. Hey, wir haben einen neuen Auftrag von Meister Dusan. Offenbar ist ein Händler verschwunden, mit dem Meister Dusan regelmäßig zu tun hat. Er möchte, dass wir diesen Händler finden. Er scheint auch mit Geisterstein zu handeln. Da könnte also ein Zusammenhang bestehen. Wie dem auch sei, das ist eine gute Gelegenheit, das Vertrauen von Meister Dusan zu gewinnen. Bringen wir die Sache schnell zu Ende und verdienen wir uns eine anständige Mahlzeit. Also los, Hidi. Hidi. Hideous. Was soll das denn heißen? 3 Stück. 3 Kudama. Man sagt, die Wurzeln dieses alten Tempels, der einst für seine prächtige Haupthalle berühmt war, liegen in der Heian-Zeit. Die Legende nach lebte zu jener Zeit hier ein Mönch, der sich der Körper der in der Schlacht Gefallenen erbarmte und ihnen ein ordentliches Begräbnis zukommen ließ. Nach Jahren des Krieges ist nun niemand mehr hier, der diese Gräber pflegt. Die Toten sind unruhig und erzürnt darüber, dass sie von den Lebenden vergessen wurden. Ohne anderen Ausweg wurden viele von ihnen zu Yokai, die jeden Menschen angreifen, der sich in den Tempel wagt. Alarm! Wie sehen sie denn aus? Dunkel. Vollgepupst. Okay. Große Spinnlilie. He dead. They both dead. Ach ja, ich hab ja Kodama gespürt. Böp, böp, böp. Oh shit. Kannst du nicht mal alleine sein? Bam. So. Ein Gewehr. Ich
Okay. Ja, Kollege. Da steht keiner, Kollege. Da ist noch nicht mal ein Eingang. Er hebt da einfach die Wand ab. Splitterbombe. Ey. Kodama 1 ist get. So, ein paar viele Leichen, muss ich sagen. Wir sind mit Doppel-Katana gestorben, ey. Ach. Das war nicht sehr intelligent. Genauso wenig wie das. Na, möchtest du reinkommen? Ne, aua. Er hat mich nochmal gehauen, der Arsch. Naja. Na, der mit seiner Axt, der wird auf jeden Fall einen Headshot überleben. Das war viel zu early. Oh. Nixer dead. Viel zu easy. Zu dumm. Was denkst du, wie viele Leute hier noch leben, Magga? Null? Dann hast du aufgepasst. So, ist hier sonst noch was? Hier geht's hoch. Oh. Du reagierst einfach nicht, wenn deine Kollegen sterben? Das war alles geplant. Ich bin natürlich geplant runtergerutscht, nachdem ich das Item eingesammelt habe. Irgendwie hätte ich da oben jetzt einen Scharfschützen erwartet. Okay. Ach, so einer wieder. Göttlicher Eis. Ich wollte sagen, warum zur Hölle steht hier eine Fackel mitten im Busch? Und habe ich gesehen, oh, das ist ein Item. Ich hab einen getriggert. Sehe so aus, als hätte ich Bock darauf, von dir erschossen zu werden. Finishing. Tschüss. Holy fuck. Well.
Hallo. Okay. Einmal in die Brust. Was geht mit dem ab? Nein. Oh, der hat meinen Block gebrochen damit. Ist klar bei dir? Holy fuck. Dann mal so. Macht er da erstmal so ein Explosion-Shit, ey. Von Enki aufgeschlitzt. Okay. Nicht getriggert. Ich will erstmal Loot. Holy Pfeil. Hier ist eine Abkürzung. Na? Nee, nix kotzen. Vorahnung geht tatsächlich sehr recht langsam runter. Hoch. Ein Schwert. Kann den einfach umgehen, ey. Oh. Nee. Ich hab eine Idee. Ich hab gehofft, ich trigger den gerade, wenn ich rausgehe. Aber der ist passend sind dead, Mann. Und noch ein bisschen mehr Damage auf meiner Axe. So, triggern wir den Onyudo oder was auch immer da eben oben war. Stein zu rollen. Und dann triggern wir den hier. Aua. Oh, es hat gar nicht so viel Damage gemacht, schade. Stattdessen kommt er jetzt auch mit runter. Oder nicht? Oder auch nicht? Ja, gehen wir wieder nach Hause. Dann einäugiger Kacklappen. Das war er. Okay. Bei dem rumgehopst, so weiß ich auf jeden Fall noch nicht. Wie? Okay, da. Hätte ich vielleicht einfache Möglichkeit gehabt. Wenn natürlich den Enki sehen kann, kriege ich wieder gedroppt. Hätten sie es genauso gut Menki nennen können, ey. Ach, da oben. Ein Bombenboy. Alter, die können auch werfen. Und noch ein Schuss in die Nüsse, ey. Hat aber auch verdient, ne? Loot.
So, hier oben ist ein Kodama. Ich geh mal nach Hause, Boy. Loot. Ein Stein. Manu ist leider ausgelaufen. In den Arsch. Kommst du aus dem Eck raus? Das wäre nett. Interessanter Attack. Spin to win. Ja, geil. Alter. Die Frage ist halt, muss ich da in einen Hit rein? Oder reicht es da einfach nur in seinen Spin reinzugehen? Look at him. He makes fire. He's fire boy. Oh Gott. Du sagst, du starr am Arsch, Junge. Duster. Dein Jubica. Was zum Schniefen. So. Ich geht erstmal komplett daneben. Kein Loot, kein gar nichts. So, ist doch schon wieder auf dem Rückweg, oder? Jo. Hier ist der Bossraum. Schön. Blauring Langbogen. Der hat seinen Kopf verloren. So. Noch einer. Ist schon wieder auf dem Rückweg. Nee, noch nicht.
So, die zwei sind weg. Können wir nicht mehr auf den Senke gehen. Das ist ein Scheiß. As if, boy. As if. Okay, überall wo er langläuft, kommen die Kackblumen. Interesting. Na, komm. Das kann ich auch. Brio, brio. Blab. Kick. Nee. Brainsplitter brauche ich nicht. Ja. Machst du noch eine Attacke und dann Kick? Nee, macht so einen Scheiß. Kein Kick. Der hat nochmal einen dürren Knochen gedrückt. Omega Lul. Wait, wie muss er doch auch hoch können, oder? Ich stehe hier von der Seite irgendwie auf Drum. Yes, I can. Da ist auch der Kodama, den ich suche. Dachte, jetzt kommt er mit einer Ultra-Attacke oder so. Alle Kodama, get. Hier unten war auch noch Loot. Locker ist in den Jaw. Schniefjaw. Hier ist die Kotze. Das macht mehr Sinn. Hier anzugehen, die Katze dann mitzunehmen. Oder einfach direkt hoch zu gehen. Ne, ich habe 11.000. 11.000 am Rieder gerade dabei. Einmal ausgeben. Haben wir das. Und dann nochmal das. Haben dich die beiden schon mal auf 10. Okay, die respawnen auf jeden Fall nicht. Os, os. Was groß. Nur wegen der Katze könnte das Spiel genauso gut ein Monster Hunter Game sein. Oh. Was soll das denn werden? Weil ich nicht schnell genug mal zur Axt gewechselt hatte, weil ich nicht unbedingt den Dings triggern wollte. Bossfight. Ach, der alte Friend. Hallo? Triggerst du nicht? Muss ich das Item aussammeln, damit er triggert? Au.
Alter. Au. Hä? Ach, weil ich außerdem auf den anderen Trigger gekommen bin. Ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert hat, aber... Aber ich habe ihn trotzdem irgendwie noch geblockt. Jo, geil. GG, easy. Schaden macht er immer noch wie Sau. Aber er ist auch immer noch leicht. Was? Du hast die Banditen und die Yokai besiegt, aber trotzdem keine Spur des Händlers gefunden? Hm. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er so einfach verschwunden ist. Nun, er wird bestimmt bald wieder auftauchen, sofern er noch am Leben ist. Weißt du, man kann es im Wind riechen. All das Pläne schmieden, die Bösartigkeit, die Hinterhältigkeit, die jeden Tag geschehen. Die Bestien, die ihre Beute einkreisen. Es ist wirklich widerlich. Wie dem auch sei, ich weiß deine Dienste zu schätzen. Jemand wird in Kürze vorbeikommen und dir deine Belohnung geben. Ich muss mich jetzt um eine wichtige Angelegenheit kümmern. Karasse Tenge. Seelenkern. Anima Bonus für Onmyo Magic. Autograbbergung 11,5% und 5 Angriff. Wow. Okay. Bei 10 Kern einstimmen? Nee. Ruhrritual? Nee, ins Lager. Gut. Genug für ein Level habe ich nicht, glaube ich. War ja 6000 zuletzt, ja. 23.000 Münzen. Waffenschmied. Ist was Interessantes zum Kaufen, Verkaufen? Yamato Dentachi. Nachträuberhelm, nee. Wait. Okay, mittlerer ist so. Beim Namen wie Nachträuber hatte ich eben erst gedacht, dass das eine schwere wäre. Bei einem Namen wie Nachträuber hätte ich jetzt eher was Leichtes oder maximal Mittleres gedacht. Weiße Knochengeist-Tonfer. Ah, jetzt kriegt man generell Umbrazid, okay. Dämonenaxt. Sag mal. Ja, so viel Dämonen-Shit gedroppt. Kennt ihr irgendwas Besonderes? Na komm schon, Yokai. Irgendwas kritisch, unnötig. So, wie weit ist denn... Ah, okay. Schmeiß den Shit weg. Mach den kaputt. Also der Shit kann auf jeden Fall kaputt gemacht werden. Den anderen Quark, den kann ich hier verkaufen, glaube ich. Hüftschutz des Drohnen. Ne. So, ja genau, den wollte ich ja auch wegwerfen. Ne? Wollte ich ja auch auseinandernehmen. Okay, der Rest kann verkauft werden. Ist hier irgendwas bei, was ich nicht verkaufen will? Ja, da war doch genau der hier. Ein einziges Wert. Ach so. Nee, die soll auch nicht verkauft werden. Wait, die kann ich doch einfach unter Funktion. Ach nee, das muss ich wahrscheinlich im Inventar machen. Ne? Nein. Unterfunktion X. Sperren. Es soll nicht verkauft werden. So, Level. Was haben wir hier denn?
Erlaubt ihr direkt nach einem Schattenschritt einen schwachen Angriff auszuführen? Nur für Wildlingsschutzgeister. Ach, nach unten ist generell Wildling, oder was? Nach links ist dann Phantom. Nach oben ist Brecher. Ja, dann gehe ich erstmal hauptsächlich nach rechts, würde ich sagen. Wobei ich schon bei Wildling irgendwo bleiben möchte, aber... Je nach Gegner, welcher, wäre das ja kein Problem zu switchen dann. Regeneriert 40 Ki, wenn du erfolgreich einen Wuchtkonter ausführst. Jo. Erhöht dann deine Anima um 0,7. Okay, Jokerwandel verlängern ist auf jeden Fall nice. Was ist das hier? Verlängert die Dauer von Jokerwandel in dunklem Reich um 14%. Siehst du, ich habe noch gar nicht auf die Ecken geguckt. Das hatte ich gelernt, ne? Dafür muss ich Astralwissen erhöhen. Was ist hier? Erhöht den Schaden von Schutzgeistfähigkeiten. Wobei das ist ja nicht an Wildling, an Brecher gebunden. Das könnte sich auch noch lohnen. Es sieht bestimmte Fähigkeiten mit dem Element Wasser. Ich würde gerne wissen, welche Fähigkeiten das sind. Fähigkeitenliste. Ah. Good to know. Nee, das ist was anderes. Bloß die Liste von Sachen, die es gibt. Und die mit dem Pfeil kann ich lernen gerade? Nee, kann man verbessern. The fuck? Aufstieg möglich. Ach so. Deine Anima. Nee, Anima ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Reduziert die noch mehr. Lange die Dauer noch weiter. Wait, nee, ich war eben. Lernen, heranzoomen, Fähigkeitsliste. Ich würde trotzdem gerne wissen, welche Fähigkeiten davon betroffen sind. Es ist ja schon nice, nochmal extra Elemente auf seinen Fähigkeiten zu haben. Arcanas Blitzes, das wäre mir. Ja, gut. Blitz und Wasser beides. Solange sich das nicht überschneidet und dass es tatsächlich Sinn macht, beides zu lernen. Okay, verlängert Yokai-Wandel. Verlängert die Abnahme der Yokai-Wandel-Anzeige durch den Einsatz einer Schutzgeistfähigkeit. Pack ich den denn rein? Da rein. So, was haben wir hier Schönes? Hier war... Nach einem schwachen Angriff die Seite deiner Axt, um einen Gegner einen schweren Schlag zu versetzen. Das ist wahrscheinlich auch, um Ki mega zu zerstören, oder? Bunk! Nice Fähigkeit. Nee, wait. Ich wollte das ja, glaube ich, scannen. Ne? Oder? Über den Axtschaden gegen Yokai. Über den Durchbohrschaden um 4%, wenn du eine Axt als Hauptwaffe benutzt. Was ist das hier? Du nimmst die Axt zur Hilfe, um einen kraftvollen Tritt zu vollführen. Bei voller Aufladung führst du einen zusätzlichen Hiebangriff aus, der zur Durchbohren-Kombo wird, wenn der Tritt den Gegnern zu sämtliches Kiraub. Hört sich auch geil an. Hört sich auch sehr geil an. Holzhacker. Ach. Hier ist es doch. Die Fähigkeit, von der wir gestern geredet haben. Ach so. Ja, sieht schon aus, als können die viel Damage machen, aber diese Aufladfähigkeiten sind immer so eine Sache. Wenn du eine Axt als... leistest du 15% weniger Schaden. Steigt der Nahkampfschaden um 15%.
Aber das ist halt die Frage, ist Hauptwaffe wirklich einfach nur eine Nahkampfwaffe oder ist damit die in Slot 1 gemeint? Das hatte ich schon mit Arti. Und ich gehe davon aus, dass es eigentlich in Slot 1 gemeint ist. Das ist halt so ein bisschen Kacke. Was gibt's denn dahinter? Bei dem Angriff des Gegners bewegt sich seitwärts, halte dann Y gedrückt, um die Taste zugewiesene Fähigkeit mit großer Kraft. Was? Um die der Taste zugewiesene Fähigkeit mit großer Kraft und kürzerer Aufladezeit auszuführen. Ach so. Blocken kurz bevor der Gegner trifft, also. Parry oder ein Bootspam, Bud Spencer oder was? Ja, hört sich auch nicht bad an. Erhöht dein Angriffswert, aber auch Kieferbrauch von Angriffen nur verfügbar, wenn die Axt weggesteckt ist. Ja, nee. Ich weiß halt nicht, was sie meinen mit Axt als Hauptwaffe. Siehst du, hat Katana eigentlich sowas? Da Katana sowas? Auf jeden Fall Schaden. Durchbruchschaden. Bei maximalem Leben steigt deinen Nahkampfschaden um 3%, wenn du ein Doppelschwert als Hauptwaffe ausgerüstet hast. Okay. Das ist eigentlich auch ziemlich Banane. Du benötigst deutlich weniger Zeit, um Energie für Zeichen des Kreuzes zu sammeln. Ja, schön. Okay, der. First Hit Damage ist erhöht. What the fuck ist das? Schließ. What the fuck? Okay, Todesstoßschaden. Erhöht die Kira Generationsgeschwindigkeit während der Abwehr um 15%, wenn du ein Doppelschwert. Ja, weiß nicht. Er leistet 15. Ja, das ist ja das gleiche, was auch bei Axt schon mit drin war. Verwende Left Stick, um nach einem erfolgreichen Key-Impuls einen Schritt nach vorn zu machen und mit deinem Doppelschwert den Gegner wegzufegen. Komplett wegzufegen. Von hinten zugefügten Schaden. Hinten sein ist gut, ne? Also im Grunde scheint ja irgendwie keinen Unterschied zu machen, abgesehen von Nahkampfschaden, ne? Haben wir, glaube ich, nicht. Aber diese ganzen Passiven sind bei der Axt einfach schon so früh. Nach einem schwachen Angriff trittst du deinen Gegner in die Luft. Erstmal schön in die Nüsse kicken. Das hört sich, sieht auch nach einer nice Combo aus. Was haben wir hier oben? Ja, das ist nur noch mehr Axtschaden. Noch mehr Yokai Damage. Wenn dein Leben auf 30% oder weniger fällt, steigt dein Angriffsschaden um 5%, wenn du eine Axt als Hauptwaffe ausgerüstet hast. Max-Key steigt um 10. Ja, ja. Nee, Doppelkatana bleibt meine Hauptwaffe. Ich skill erstmal das. Gegenstände? Ach ja, Locken schön durch die Nase ziehen hier. Oh. Noch eine.
Habe ich noch was? Hatte ich nicht noch einen Ninja-Locke oder hatte ich die gerade durchgezogen? Ich glaube ja. Mein Brain ist... Ich habe so ein schlechtes Brain heute. Dass ich gerade dachte, ich habe zweimal an mir reingeschoben. Egal. Ja, hatte ich. So, was haben wir denn? Was haben wir denn hier Schönes? Blitzschutz-Talisman. Wenn eine Null gleich kommen würde, wäre das schon gute Hilfe. So, Einheitstalismane. Ich glaube, das nehmen wir mal mit. Einheitstalismane. Was haben wir hier noch? Ach, erhöht die Reichweite der Reinigung. Der Reinigung. So, Galnusbrühe. Weit haltbare Anzahl. Und Jutsu-Kosten gehen runter, das ist schön. Aber wir wollen Lähmungsbrühe, glaube ich, haben. Lähmungsbrühe beziehungsweise die Erdfeuerfallen. Oder wait, oder erstmal die Schuriken. Ja, nee. Schuriken oder schon direkt die... Ich glaube die Schuriken. Feuerschuriken. So. Jetzt nochmal an den Shrine. Das Jutsu bereit machen. Dann... Wait. Nee. Einmal runter. Und dann nehmen wir den mit rein. Zwei sollten reichen erstmal. Ach so. Ich kann ja auch noch Reinheitsteile mitnehmen, ne? Den um einen runter und nehmen wir dann einen von den rein. So. Steht der Standard auf 1. So, Schießpulverbombe nehme ich dann jetzt raus und nehme stattdessen meine Ninja-Sterne. Hier meine Shuriken. Shuriken. Blitztalisman, Gangnusbrühe. Hier, wait. Blitztalisman, okay. Reinheitstalisman. Damit kann ich mir den Arsch endlich abwischen. Mach den Bragan. So, Kodama bisher alle bekommen. Richtig? Jop. Oh, das klingt nicht gut, Hedy. Offenbar bereitet die Armee von Dosans Nachfolger Yoshitatsu einen Angriff vor. Es half Dosan. Es heißt, Dosan habe schwere Verluste erlitten und sich verwundet in seine Burg zurückgezogen. Es war zwar kein Geheimnis, dass die beiden nicht gut miteinander auskommen, aber das scheint trotzdem etwas plötzlich. Da geht noch mehr vor. Auf jeden Fall ist Dosan ein wichtiger Verbündeter. Darum müssen wir ihnen helfen. Also los, zeigen wir ihm unser Können. 6 Kodama. Nachdem er die Führung seiner Familie abgegeben hatte, zog sich Saito Dosan in eine entlegene Burg in den Bergen der Provinz Mino zurück. Hinter dieser Burg ragte eine zerklüftete Klippe auf, die bis dahin nie jemand erklimmen konnte. Es wirkte fast, als wäre sie absichtlich dort errichtet worden, um den Weg zu versperren und etwas zu verbergen. Schon bald wurde das Gebiet im Volksmund Heiligtum der Viper genannt. Ich würde jetzt gerne das Originale, den originalen Titel nehmen, aber ich habe leider keine Ahnung von... Also, ich glaube, ich habe die Wörter schon mal gehört dafür, aber... Ich habe sie gerade nicht im Kopf. So, was haben wir denn hier? Ist hier hinten schon Kodama? Nee. Schade. ひどい有様だな。そこら中壊されてる。辺りには吉達軍の人間だけじゃなく、あやかしまでいるようだ。吉達は道山様の集めた霊石を奪うために、なりふり構ってはいられないみたいだ。
Gib's mir nochmal Loot. Oh. Ist ja irgendein Idiot gestorben. Kodama. Free shit. Was ist das für ein... Nochmal fein. Tja. Hey. Hm. Nur ein scheiß Becher. So, erstmal umgucken. Ist hier ein Sniper on the go? Da oben sehe ich schon mal einen Gucky, yo. Kann ich dem keinen Headshot geben von hier aus? Will ich verarschen? Vorne um die Ecke ist auch ein Gucky. So. Dem kann ich einen Headshot geben. Ach, da ist wieder so eine scheiß Dingsbumsen. Ja gut, wenn hier schon wieder eine Yokai-Zone ist. Steht er einfach rum. Erwartet, dass ich ihm keinen Headshot gebe. Der hat einen Helm auf, der wird mir aushalten. Auf dem Schädel zumindest. Boah, das ist ja... André. Ach, da unten ist aber noch Loot. Ja, gut. Loot. Ich gume. Sammle dich ein. Du bist mein. Magojiro. Der Feigling. Wenn es mit dem Doppelkling nicht geht, weil ich noch nicht die richtige Scheiße habe, dann halt so. Epic Loot, Epic Loot. Nee. Ein scheiß Ninja, den kann man nicht backstabben. Oder kann man es mittlerweile? Ah doch, kann man. Ja, cool. Okay, der ist komplett lost, der Junge. Hey, er geht ja gar nicht auf. Entweder der ist komplett lost oder der ist einfach komplett drunk. Ich weiß es nicht. Eins von beiden wird auf jeden Fall der Fall sein. He dead. Und der wird mich wahrscheinlich instant bemerken. Richtig?
Ne, nicht richtig. Jo. Oh, da will man nicht runterfallen, auf jeden Fall. Hier ist der Kollege, den ich abgeschossen hatte. Oh Gott. Au! Kommst du ran, Junge? Kommst du ran? Oder nicht? Also. Hat er hat gerade seine scheiß Hand den Pfeil abgehalten? Wie, du überlebst das? Hätte ich auch mit einem Ninja-Stern machen können, glaube ich. Ein Shuriken. Geht hier ab. Einer, zwei. Nee, danke. Nicht von hier oben. Da gehe ich lieber von vorne ran. So. Ein Kamm. Endlich kann ich meine Elvis-Tolle wieder freezen. So, Boys. Wait, die Stelle kenne ich. Glaube ich. Habe ich, glaube ich, bei Arti und Renny gesehen. Oh, Eliza Chantal. Hi. Ist hier kein Loch im Boden? Das wäre schön. Jo, sieht clean aus. Fast clean. Hier ist noch so ein Drecksspatz. So, hi. Beep, beep. Beep, beep. Willst du keinen Kick machen oder so? Kick? Nee. Oh Gott, das war viel zu early. Au. Ich hab mich gerade geheilt, Mann. Na, oh, voll durch ihn durchgedasht. Ah, what? Hä? Ich bin raus, war doch gar nicht leer. Was zur Hölle? Alles klar, Magga. Mache ich das halt wieder so. Tschüss. Oh shit. Ja. Denn. Das hat er irgendwie gefühlt seine Ausdauer überhaupt nicht weggehauen. Also muss ich das wieder mit meinem Kick machen. Yoki-Segeln. Ach ja. Hatte ich glaube ich noch gar nicht, ne?
Salz. Aha. Frag mich ja, ob ich hier... Wobei die... Na, die Leichen sind meistens nicht so alt, ne? 10.35 Uhr, 17.08. Boah, was war heute Morgen? Oh, 3 Stunden, ey. Mensch. Wäre witzig gewesen, wenn ich hier Artis und Renés Leichen noch gesehen hätte. Hätte ich die auch nochmal... Ach so, ja, stimmt, die existieren ja auch noch. Hätte ich die auch nochmal eben abboxen können. Zu Diensten. Oh, nochmal Mojina sehen können. Das ist ja sehr schön. Sehr schön. Extra Loot. Extra Loot für Knut. Ich habe gerade richtig erwartet, dass nochmal so ein scheiß Indiana Jones Shit kommt. Oh. Komplett die den Block gebrochen. Tokodama 3 will ich sagen, oder ist es 2? Ich glaube 2. Leider. Wait, ist hier. Oh, hier ist noch was drauf. Das war sowas von klar, ey. Die 2 Meter oder den halben Meter. Oh, wait, das war ein NPC? Nagai Nagahiro. Willst du Axt haben oder was? Oder soll ich doch wieder? Hyper Armor? Der hat Hyper Armor auf jeden Fall. Ja, hier dich, du Sack. Was ist das, Junge? Und das? Ja, na komm. Mach Shit. Do it, du Ass. Nee. Er wird noch weiterhin angegriffen und es juckt ihn einfach nicht. Mann, jetzt sterb doch, danke, Mann. Kann man nicht angehen. Immerhin habe ich einen Ninja-Skillpunkt bekommen. So, was geht in dieser Pfütze ab? In dieser Kuhm-Pfütze. Toki Yorimitsu. Okay. Ach! Na komm mal raus! Wait. Okay, nee. Wait. Lass mich mal eben in Ruhe. Maga! Habe ich dir erlaubt, deinen Scheiß zu benutzen? Auf mit dem Scheiß. Nein. Shinto-Priest. Oder Shito-Priest. Hm.
Cannonboy. Das ist so eine Sau. Kurz. Au. Diese Scheißfütze auch so krass paralysen kann. Nein! Gott. Den Scheiß hier reinhauen, Mann! Ich stirb endlich! Hätte ich von dem auch noch einen sehen können. Tür, Gegner. Au. Nee, lass mir Ruhe. Immerhin konnte ich nochmal mit dem Shit finishen. Mit dem Buch drauf. Kein weiterer Kodama. Gut, wenn jetzt Halbzeit, Halbmap ist, so, dann passt das ja theoretisch. Aber es sieht nicht so geil da unten aus, muss ich sagen. Sturmaufstieg. Zweimal HP. Nein, leveln wollte ich. Skillpunkte verteilen. So, das kommt eher später mit der nächsten Skillstufe. 15% weniger Schaden, wenn ich low bin. In das Auge ist das hier, ne? Du siehst nach einem Ausweichmanöver kurzzeitig alle Angriffe und kannst ihn ausweichen. Was ist hier noch? Tachi-Kunst. Wasserschwert. Joa. In das Auge 2 ist nicht bad. Wait, ich habe die anderen Sachen hier noch zu machen. Lokalreichreinigen Mensch. Okay, erhöht den Schaden von Waffen mit bloßen Händen. Nee. Schaden von Bögen.
Achso, in hoher Haltung fehlt mir das ja auch noch. So, das kann ich leider später lernen. Makibishi, Kunai, Antitoxin, Schädlingsbrühe, Alau, Schriftrolle, Katzengang, Schleichdieb, Schleichdieb, what? Dicht diese Schriftrolle schwerer greifbar, sodass Gegner dich kaum noch finden können. Allerdings schwächt dies auch deine Verteidigung. Sobald ein Gegner dich entdeckt, verfällt die Wirkung. Hä? Das heißt also, im Grunde genommen könnte ich währenddessen eher nur sterben von Fallen oder sowas. Weil die Wirkung verfällt ja, sobald mich ein Gegner entdeckt. Levitation, Schriftrolle. Immun gegen Geländeeffekte. Oh, ist auch nicht bad. Ist auch nicht bad. Ach ja, der Ölkäfer. Und wie auch die anderen Käfer? Medusa oder so was? Oder wie sie hießen? Achso, das ist der hier. Medusa-Pulver. Ja. Ja. Was ist das hier? 7 Kräuterpillen. Lähmung, entfernen gesammelte Lebenseffekte und den Widerstand gegen Lähmung. Achso. Die Anzahl der Elixiere? Jo, da. Hätte ich dann ja eh hinskillen wollen müssen. Du erhältst gelegentlich Projektile. Oh, das ist auch sehr nützlich. Gelegentlich Projektile zurück, die einem Feind an seinem Schwachpunkt den tödlichen Treffer versetzt haben. Ja. Das ist doch schon nützlich. So, Axt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier in Axt skillen soll. Ach so, blocken und dann Y. So also eine Fähigkeit gab es, glaube ich, im ersten Teil gar nicht für die Axt. Wüsste zumindest nichts davon. So, Titelliste, nein. Ah, hier wieder ein Punkt, nice. Haben wir Magiekraft? Ich hoffe, das ist einfach für die extra Schaden auf den Dingsen sind. Elixiere nur 49, das ist ja traurig. So viele Leute, die ihre Hilfsteile hier platzieren, ey. Mal 3 holy Pfeile. Holige Pfeile. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Oh ja, Tatsache. Be dead. Sag mal. Tschüss. Rechtschaffener Jaspis. Jaspipis. Ah, Schlangengrill, Schlangengrill, Schlangengrill. Ich hoffe, die ist hier alone. Ach, natürlich. Oh shit. So, das denn werden. Ach so. Ich
Genau zwischen die Brust. Ich habe da gerade noch mehr Schlangengrills gehört. Du bist dazu verflucht, auf ewig hart zu bleiben. Wie Stein. Sieht auf jeden Fall interesting aus hier. Schlangenfürchter Yosaburo. Schlangenfürchter, du bist ja ein Lappmeier. Richtiger Lappen. Pen de la Pen. Er stöhnt hier rum. Mir gefällt das Geräusch nicht hier. Wallkicker. Es geht. Okay. Das schon mal nicht. Tokagemaru. Ja. Doch keines Omniomagius. Junge. Danke für die Kiste. Heilige Asche, Raufbold. Raufbold. Und das war jetzt hier aber, ne? Haben wir aber trotzdem. Wahrscheinlich ist das nochmal eine Etage tiefer oder sowas. Wo die rumstöhnen. Ah, ne. Weniger rumgestöhnt, dann hättest du vielleicht noch überleben können. Nein. Machst du deinen Special-Angriff? Nochmal. Aua. Nicht den Angriff. Get blocked, Girl. Nicht hinter der Wand ist, dann muss sie ja irgendwie an der Decke sein, ne? Nureona. Was auch immer Nure heißen würde. Und das ist ja einfach nur V. Aber können die wirklich einfach nur Schlangenfrau heißen? Ach, Kodama. Ja, aber irgendwie sieht das hier... Alter, ist das Kodama Kumo oder was? Das sieht aber nicht sehr gesund aus. Ja, ja. Two hit. Easy rip. Ich würde jetzt sagen, no scope, aber. Es war ja gescoped. Kannst ja auch nicht no scopen.
Oh, shit. Aua. Hat wehgetan. Scheiße, aber. Zwei Elixiere für eine seltene Gegenstände, geil. Eine neue Onsen. Onsen. Wer ist hier gestorben? Ein Idiot. Ein E to the D. To the I. To the O. T. Heilbad. Wow. Hör ich Gedöner? Ich hoffe, ich höre Gedöner. Hallo. Hallo, hinter mir, du kannst warten, oder? Kannst du euch kannst chillen, oder? Ja, oder? Du legst dich halt direkt daneben. das war eine Warteschlange, du. Na, da kann ich nochmal runter droppen. Komme ich da dann zum Kudam? Hier in die Richtung war ja ein Kodama. Irgendwo hier. Oder muss ich irgendwie eine Wall finden wieder? In einer Wall oder ist es einfach noch mal ein gutes Stück tiefer? Scheint noch ein gutes Stück tiefer zu sein. Tiefer lockert und so. Werde ich hier runter jumpen, um den in den Nacken zu sprengen, oder will ich den langen Umweg machen? Muss ja anscheinend sowieso durch das Giftgedöns da unten, wa? Ja, komm, guck mal erstmal da oben hoch. Was gibt's hier Schönes? Ein Toter. Ein Toten. Noch eine Honor wahrscheinlich? Nee? Zwei Bobos? Okay, der kommt nicht hier runter. Nur zwei von denen, ey, so doch scheiße. Ihr seid doch pure shit. Tschüss. Der fällt einfach nicht. So. Was war das? Did we did. Ach, das ist ein Bogenschütze. Puma Ninja Plattenkopfband. Aha, Salz. Who is you? Ein Dead. Dead Dude. Beinschienenkürers des Ronin. Ach, hier ist die Abkürzung. Ah, ja. Nett. So, ein Kodama ist wahrscheinlich da unten drin. Okay. Dann jump ich mal den einen Dude auf den Kopf. Ich habe immer nur einen Seelenkern drin. Ich dachte, ich hätte einen zweiten drin. Ach nee, gar nicht. Mujina ist ja passiv. Passiv. Hallo. Das wäre hier jetzt alles. Biwa. Adleraugen Samurai. Jetzt kann ich nochmal hier eine Bombe gebrauchen, wa? Eine Bombe. Bombe in meiner Bindung. Bombe für die Scheißpfütze da drüben. Ah.
Hatte ich nicht vor zu zögern. Ich hatte nicht vor zu zögern, Leute abzustechen, die mir im Weg stehen. Gerade hier nicht. Es ist ja richtig easy hier. Viel zu easy. Ach, da ist der letzte Kodama. Ey. Fuck. Nice. So, Gegengift. Ich habe von Gegengift gehört. Weil ich denke, dass das hier alles stinkt. Schau dir nochmal wieder oben. Mit denen muss ich jetzt nicht unbedingt fighten. Ach, ich werde eh vergiftet. Hänge in Kodama hier. Yokai, Wassertopf. Okay, da geht eine Leiter runter. Ist hier irgendwie was drunter? Nee. Oder? Hätte jetzt hier zumindest, keine Ahnung, irgendeinen trashigen Gegenstand erwartet. Ein Sudama. What geht? Möchtest du vielleicht nochmal ein Sake, Alter? Oder... Ja, komm, ich drop dir ein Sake. Gönn dir. Thanks, Bro. Zorn von Sudama auf sich gezogen. Auch ein guter Grund zum Sterben, oder? Die Katze kann erstmal noch warten, die könnte ich später noch gebrauchen. Kein Gegengift mehr. Die hat mich da unten nicht bemerkt, ne? Nee. Aber die da oben habe ich bemerkt. Möchtest du nicht gereinigt werden, du alte Sau? Oh, die zweite hat mich nicht bemerkt, okay. Nee. Nee, grabbeln immer noch nicht. Grabbeln ist halt jetzt schon eine Standardprozedur von denen geworden, oder? Oh, das war zu early. Okay, jetzt machen die schon Giftpfützen auch, ey. Das ist ja wieder. Oh. Ist ja widerlich, ey. Ryunosuke, der Laude, ey, der Idiot. Da ist das Problem, ne? Wenn du zu laut bist, hast du schneller gefunden.
Wait, ein Kodama. Wait, ein Kodama fehlt noch? Oder. Ach nee, stimmt, es waren 7, nicht 6. Ja, gut. Ist auch noch ein Tronfer, du. Gerade richtig gut, du. Nice. Kommt jetzt mal Luft rein, ey. Luft in die Bude. Ich möchte dich nicht im Gift drin haben, Alte. Oder ich möchte die Schlange, die andere, finden, weil da muss ja noch eine zweite sein, oder? Don't you think so? Ach, noch eine von dir. Okay. Aua. Nee. Saude. Voll in den Nippel. Au. Na? Idiot. Beim Schwanzangriff weiß ich ungefähr, wann ich dashen muss. Da kommt der Döner runter gleich. Endlich was zu essen. Ah ja, stimmt, die Katze war hier, genau. Noch ein Kodama. Ein Kodama. Mario. Oh, da hinten in der Ecke ist der. Okay, dann muss ich da auch so oder so runter. Wo ist die Schlange, die letzte? Da geht's zum Boss runter. Da ist ein scheiß Affe mit dem Stock. Im Arsch gleich. Monkey see, Monkey do oder was? Dead. Wie gesagt, mit einem Stock im Arsch. Schön jetzt erstmal grillen, den Affen. So, hier ist nochmal eine Honor oder was? Nee, du bist hier, Gott. Du? Ausgerechnet du? Nein, dreh dich wieder um, du Ass. Ich will dir einen Schuss ins Auge geben. Okay. Komm her jetzt, Jung. Ach. Au. Lass mich mal eben wegrennen. Danke. Oh. Gott, das war viel zu early. So, das kann ich runterkicken. Geil. Nicer Name. Regen, sehr schön. Ich glaube, ich reiß mal gleich eben das Fenster komplett auf. Dann hört ihr volles. Wobei, wahrscheinlich gar nicht, aber volles ASMR.
A wall. Hey. Okay, nett ist schon mal nicht gut. Und erst ist auch nicht gut. Also gibt es nur noch einen Weg. Natürlich. Stirb's jetzt mal. Geht doch. Was wir Schlangenbrö. Siehst du, hab ich eigentlich mittlerweile eine Kanone? Komm, oh ja, ich hatte den Notenschluss bekommen. Sehr schön. Wait, habe ich jetzt die Low oder die High rausgeschmissen? Ich habe die High rausgeschmissen. Ja, ein Moment. Einmal, ich muss einmal das Fenster komplett aufraisen. Aufraisen. Ah, ich kann das Fenster leider doch nicht komplett aufreißen. Der Wind ist so günstig, ungünstig, dass es komplett hier reinregnen würde. Ah, naja. Ich habe auch gerade gesehen, die Fensterbank war komplett, komplett nass. Naja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, die zweite Schlangenstatue so haben wir noch. Bevor wir da... Ah, hier ist noch ein Schrein. Da ist sie. Kommen wir den, sag ich erstmal, hier aus dem Busch, wa? Aus dem Shit. Ja, Kollege? Möchten Sie nicht reinkommen? Rauskommen, meine. Nein.
Brio, 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 Brio. Stirb, Abschaum. Noch ein Yogi. Seelenkörn. Hey, Girl. Oh. Von außen reinschießen ist nicht gut. Dumme Schlange ist dead. So, du stirbst da durch nicht. So, jetzt. Okay, man will sogar am besten von da oben runtergehen, um die Scheißstarte zu zerstören, wa? Ja, gut. Und destroyen wie die Statue. Bam. So, Giftscheiß ist auch weg. Dich habe ich gerade. Mann. Slot wechseln ist so ein bisschen so eine Sache. Heilige Asche. Oh, hier ist noch ein Sudame. Was habe ich für den denn? Schönes. Eine rote Spinnenlinie vielleicht? Vielleicht ist es sehr abhängig von dem, was man ihm gibt. Was für ein Schimmel kommt. Was für eine Seltenheit. Rote Spinnenlinie. Hello there. Ich droppe dir von einer, okay. Nice. Okay. Wer ist hier gestorben? NPC? Yep. Oder Nobuhide. Der Name sagt mir auch was. Also mal abgesehen davon, dass er natürlich Oda im Namen hat, aber Nobuhide sagt mir auch was. Vorher noch mal an den Dings noch ansetzen sollen. Naja, so unten ist ja gecleared. Hä? Habe ich jetzt gerade die Information dafür bekommen, dass wenn ich noch mal sterbe, dass mein ganzer Ritter weg ist? Das wäre ja mega dumm. Ja, oh, jetzt hat schon wieder aufgehört zu regnen anscheinend. Traurig. Das ist dein Ernie? Die sind zu anfälliger dafür. Oh. Er läuft weg. Das mit dem Item-Switchen ist für mich jetzt mega weird immer noch. Weil es ja im ersten Teil einfach nur einmal rechte Trigger drücken war.
Wie dead. Ja, der war ja einzigartig. Ach, weil ich meine Seelenkerne ausstoppe. Ach ja, die Kiste ist ja auch noch nicht gelootet. Mensch. Sturmaufstieg. Zweimal hier, dreimal hier, zu. Ne, erstmal hier rein. Kann ich nämlich mehr Shit mitnehmen. Kann ich noch einen zweiten Reinigungstalisman mitnehmen? Yes. Und. Nee. Dann habe ich drei Schuringen. Bleiben wir bei zwei, nehmen davon einen mit. Schädlingsbrühe. Schön Paralyse in die Phrase. Ne. Aber rüstungstechnisch geht langsam in die Richtung, wo ich wieder andere brauche, ne? Gehen schon ein paar Stufen wieder zurück. Gerade die neuen Stufe 9 stattdessen, ey. Ja, komm. Stufe 8 und 18. Nee. 11, 18, das ist. Okay, Helme habe ich jetzt nicht wirklich gute bekommen bisher. Ipon Datara Hammer. Verderbnis verleihen. Bonus auf Gegner verbrannt. Irgendwie kriege ich gefühlt nur Yokai-Waffen, wenn ich ehrlich bin. Fragt man sich, gibt es auch normale Waffen? So, Kollege, jetzt habe ich meinen Shit verbraucht, jetzt dürfen wir nochmal feilen. Da kannst du mal aufhören, dich instant durchzuwaffen. Einfach instant durchbuffen oder was? Hier, guck mal, Gift. Bringt zwar jetzt nicht so viel unbedingt. Wobei, doch, bringt sogar ziemlich viel. Das ist ja richtig gut gegen dich. Da hier dich mal. Ich, meanwhile, benutze nochmal was anderes. Nein, schon wieder, Mann. Ich hab gerade bemerkt. Low Ausdauer. Okay, aber Gift und Blitz. Oh Mann. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Überhaupt nicht aufgepasst. So, jetzt, baue ich mich direkt durch hier. Kann mich mal. Keine natürliche Todesursache. Heil dich mal.
Ja. Tschüss. Aber Onmius gehen konnte ich dadurch. Das ist schön. So, war das wirklich die... Nee, es war nicht die letzte. Sag mal die für diesen Bereich, ey. Wow. Total unnötig. Mann. Ich will doch bloß... den letzten Kodama haben. Wo ist das Problem, Alter? Au. Ich befürchte, ich muss durch das Giftkack dann durch. Geht. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber ist jetzt auch nicht unbedingt so, als ob ich das geil finde, da durch zu rennen. Weil da vorne auch noch mal Loot liegt. Ach, ich bin schon wieder vergiftet. War ich echt so lange? Oh Gott, nein! Ständig mit diesen Scheiß-Item wechseln, wenn ich ehrlich bin. Okay. Wait, hatte der hier vielleicht ein Elixier gedroppt? Nee, der hat Money gedroppt. Droppt am Money. Und da... Wait, kann ich hier durchsprinten, ohne vergiftet zu werden? Nein. Da war doch ein Umibose drin. Ist hier mehr als deine? Oh Gott, nein! Mann! Oh. Au. Ja.
Kleiner Geisterstein. Oh, was ist das? Ach, hier ist noch eine Kerze sogar. Ja gut. Aber im Bossfight. Ich hätte noch Skillpunkte, das wird eine Mann. Ja, da war ein Stachel auf dem Kopf. Okay. Oh, ich wollte gerade dashen. Oh, ich wollte gerade sagen, instant tot oder? Das wäre ja nicht so geil. Okay. Aua. Oh Gott. Ew. Au. Okay, jetzt sind die voneinander geteilt. Oder what? Oder what? Au! Ach, keine Ausdauer. Habe ich überhaupt die... Au! Pip. Oh, Alter, Junge. Die scheiß Kleine. Kannst mal aufhören hier, deine scheiß Flächen hier zu kacken. Wieder weg. Oh, fuck. Ich bin dead. Muss auf jeden Fall den Gift-Buff austauschen am besten. Gift bringt bei der ja nichts. Bestimmt nicht. Nee, wait. Meine Tasche. Gegen Gift. So. Die Schlange alte muss ich ja nicht unbedingt immer fighten. Dieses Item hin und her geswitcht ist für mich mittlerweile echt mega weird. So sehr dran gewöhnt, das kann ich auch die alte Neo-Steuerung einstellen vielleicht? Wobei, dann habe ich halt das Dings nicht mehr, ne, den Hochdingsen. Steuerung. Typ D habe ich momentan drin. Ja, wahrscheinlich kann man das eh nicht ändern. Das Menü.
Nee, wenn ich vielleicht hoch runter für Item Set und links rechts für Waffen machen könnte. Und die Aktionstaste wechseln. Ich das Stick. Ach so. Wow. Man hat hier auch nicht mal, man kann ja nicht mal gucken hier. Chanceübersicht. Gegenstandsbindung wechseln. Links, rechts, nein. Nein. Ja, es ist über links, rechts. Combo konfigurieren. Ah. Ja gut, dann gehe ich nochmal auf D. Combo konfigurieren. Gegenstandswechsel vor R plus rechts, R plus Trigger. Na, ich kann es mal ausprobieren. Wait. Kann nur das ändern? Oder muss ich noch weiter runter scrollen? Was macht denn das? Das ist immer noch einsetzen, aber was ist dann zurück? Das ist immer. Hä? Naja, gut, aber vielleicht funktioniert das besser. Ja gut. Ach scheiße. Katze? Kann ich dich immer noch mitnehmen? Nochmal mitnehmen? Ah ne, die hat nur einen Try. Das ist ja schade. Schade. Au. Kannst mal aufhören wegzurennen? Oh Gott. Okay. Au. Oh Gott, das war zu early. Hä? Holy fuck. Ach Gott, nein.
So. Immer aufhören mit diesem scheiß Giftquark. Hier so. Nee. Ach Gott. Au. Mein Gott. Hä? Ich dash schon in die alte Sau rein. Eieiei. Achso, ja, die Skillpunkte. Erstmal Jutsu bereit machen. Erstmal nehme ich die Giftbrühe mal eben ganz raus. Und gib der. Wobei, die schien auch nicht so viel zu machen. Das sind jeweils zwei. So, Omnium-Magie. Mit diesem magischen Gegenstand den Gift- und Lebenswiderstand. Jo, Gift wäre gerade natürlich sehr schön, ne? Oder ich könnte nochmal Feuer ausprobieren. Burning-Schlange. Achso, habe ich nicht sowieso noch wieder Locken bekommen gehabt? Jo. Hatte ich ja sowieso bekommen. Dann, ja, nehme ich die auch nochmal rein. Metamorph. Schokowandler halten Amrita. Noch weniger Ausdauer. Brauch Dingsen. Wobei dunklen Reich muss ich machen. Antitoxinpillen. Ja. Wäre schon nicht bad. Aber gib mir Medusa-Pulver. Hat noch was? Ah ja, Double Katana. Nach einem schwachen Angriff. Wird die von hinten zugefügten Schaden. Ja.
Ja. So. Gegengift, ja. Splitterbombe, nee. Wait. Die Schuriken sind jetzt auch nicht so wichtig gerade. Ach, wait, nee, ich muss es ja erstmal bereit machen. Stütze bereit machen. Nee, die nehme ich jetzt mal aus. Widerstandstalisman habe ich zwar jetzt gelernt, lasse ich aber auch erstmal noch. Nee, Onmyo Shuriken. Die kosten 1,6. Was denn? Was denn? 1,6. so, Medusa-Pulver soll nicht auf der ersten Stelle sein. Feuer erstmal. Medusa kommt hier mit hin. Gott. Ach Gott. Nee, muss mir gar nicht so doof anzugucken. Ah, na, what? Oh. Was? Der Feuerbuff ist einfach weg? Au! Ja, oh Gott. Immerhin scheint der Buff auch aufzunehmen. Nicht sehr nett. Da fällt ja gar keine Zeit gefühlt, ey. Brieb. Hallo. Oh, natürlich. Noch geblockt. Au.
Gott. Ach, ich bin schon wieder vergiftet, Mann. Wann ist das denn passiert? Mein Gott. Hä? Kannst du mal nicht im Gift chillen? Wow. Nase. Sag mal. Oh nee. Wo geht die Kamera hin, Mann? Die rollt ja mega gerade. Alter. Mach sie noch ein drittes Mal. Mach wieder normal, Junge. Endlich. Mann. Ja.
so, ja, genau. Hatte ich keine Anima gerade? Ich konnte es ja noch nicht mal benutzen. Was ist das für ein Scheiß? Der Boss ist ja Kotze, ey. Von mir aus reingedashe, funktioniert nicht mal, ey. Beim ersten Mal, yo, easy. Und dann gar nicht, what the fuck? Die Sachen bringen nicht wirklich was. Blitz, Feuer, maybe. Bindung 6. Euer Talisman. Wait. Ach, das ist... Muss das denn da auch drin? Euer Amulett höchstens. Zwei weitere Stats, du meinst zwei weitere... Sets. Also insgesamt 8 Slots, ja, ich weiß. Aber es, ja. Ändert ja nichts daran, dass ich kaum Schaden habe. Aber wenn es so weitergeht, muss ich irgendwie vergiftet gegen die Feinde. Warum zur Hölle ist die Luft gerade so widerlich jetzt? Wegen dem Piss. Wegen dem Regen eben. Oh Gott. Nein. Kannst du aufhören? Wo ist eigentlich mein... Oh wait, mein Geist habe ich direkt bekommen? Gut. Nee, nix da grillen. Ich verstehe nicht, warum das nicht trifft. Aua. Fuck.
hasse die hohe Haltung. Die ist mir zu shit. Also, ich werde da so schnell nicht rein investieren, egal wie stark der ist. Mein Gott. Schlangen. Boah. Mein Gott. Danke. Ich hab bald. Einfach zu wenig. Aber bei. Ach. Jetzt hat es funktioniert, aber schien nicht wirklich viel gemacht zu haben. Bläh. Au, Gott. So zu early. Ah! Schlange. Au. Ah, fuck. Na. Ja. Nee. Ach, scheiße, die waren nicht daneben. Nee, kotzt mir nicht voll. Stehe ich nicht auf. Und dann kriegt man Gegengift von denen. Oh oh.
Boah, das hat mich noch getroffen. Geil. Ach Gott. Rip. Besser auszuweichen. Au. Endlich geht doch. Yatsuno Kami. Ich will nicht tot, vergifte Mensch. Das hat mich viel zu viel gekostet. Aber immerhin. Ja, bin ich nicht der Einzige, der daran gehangen hat. Ein bisschen. Neuer Geist. Mumio. Sohaya no Wakaishi wa washi o so yonda. Ayakashi no onna to deatta ano hi made wa. Washi wa Ayakashi o horobosu Sohaya no katana o uchi kudaki. それまでの名も捨てた。刀の与える不死の魂謎生死。共に誓ったわ。神妖が融和して暮らせるよ。霊石を集め。 What?
sind ja nur die paar, ey. Zu zweit hätte man die noch easy klatschen können. Dosa-sama! Dame datta ga. So! Wow. Okay. Die alte wieder. Besessen von Shirohami. Also nebenbei, ich habe ihm zu viel gesagt. Ich hasse die hohe Haltung nicht, aber ich bevorzuge sie nicht zu benutzen und deswegen werde ich da erstmal nicht reinscannen. Wenn ich so einen fetten Angriff machen will, switch ich vielleicht lieber zur Axt. Ich muss gleich das Fenster doch nochmal wieder aufmachen. Puh, Humyo ist gerade rechtzeitig aufgetaucht und war so freundlich wie immer. Überflucht sei Yoshitatsu, Monster die Drecksarbeit machen zu lassen, während er mit diesen verdammten Steinen das Weite sucht. Es ist gefährlich für uns in Mino, wir sollten hier nicht bleiben. Lass uns den weisen Worten Dosans folgen und nach Owari aufbrechen. Wenn wir dort lebend angekommen sind, wenn wir dort lebend ankommen, können wir ihm sicher unsere Dankbarkeit zeigen. Jagdkleid des Shinto-Priesters. Die Seelenkerne wurden gereinigt und können eingestimmt werden. Was hat er denn für eine Kackfähigkeit? Achso, die... Nee, danke. Ins Lager. Zweite Mission, die violetten Kirschblüten freigeschaltet. Spuren des Infernos freigeschaltet. Samurai mit verdorbenem Blut freigeschaltet. Weg des neuen Ninja und Onmyo Neuling, geil. Ja, nice. Oh Gott, jetzt gibt's hier wieder alles zu tun. 34. Weiter zur nächsten Region? Nee. Dama Dance. Jaws Dance. Ja, komm, ich mach mal eben Fenster nochmal weiter auf. Gott. Freitag hat aber auch echt lange gedauert. Wir sind schon wieder bei 3 Stunden. The fuck. Okay. Ich habe... Hütte? Achso, nee. Schrein. Level up. Ne? Ja, okay. So, und ich glaube, ich werde erstmal nochmal wieder Punkte hier reinsetzen. Das ist ja... Das ging ja gar nicht. Und unter was sind die... Und hier rechts? Ich habe das schon gesehen gehabt. Aber ich weiß nicht mehr, unter was nochmal die Item Slots waren. Drücke Y und X, wenn du dich gegen einen bewaffneten menschlichen Gegner verteidigst, um ihn die Waffe abzunehmen. Und einen Gegenangriff auszuführen, kann nur mit bloßen Händen. Geil. Okay, nee, hier wird's nicht sein.
Wobei, doch, eigentlich muss das hier sein. Was anderes macht keinen Sinn. Transform Stärke, tödliches Auge, Kanonenmeister. Hier ist ein Munitionsgedöns. Schutzangriff, Schadensbonus Herz. Linker Hieb, Schadensbonus Magie, Geschick. Totale Fäuste, Hände des Todes, Wait. Kann auch einfach Fähigkeit sein. Fassung? Achso, das ist das. Überlegter Hieb. Schadensboni, Kacke. Nein. Totale Fäuste 1. Ne? Das ist doch nicht hier dran. Wo wär's denn dann? Okay. Wirksamere, nee. Nee, Talisman suche ich ja nicht. Schutz vor Bösen, reiner Himmel, verfluchte Erde. Heiliger. Nee. Bei Ninja ist es bestimmt auch nicht. Feuerschießpulver. Tigerlauf. Bombenbau. Medizin, Mann. Kodama-Verwandlung. Das Dumme ist auch, ich weiß nicht mal. Ohne die Suche. Was muss eigentlich bei Samurai sein? Macht als einziges Sinn. Kaum des Feuers, bla bliblub. Nee, es muss doch hier sein. Item Slot. War das nicht sogar ziemlich früh? Waffen Slot, shit. Naja, Item Slot. Leben 50, Leben 30, Leben 20. Gewerbstöffigkeit, ja. Schaden von Bögen. Hä? Totale Fäuste, nein. Fäusten? Köchermacher? Nee, mehr Pfeile, das ist nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das nochmal war. Ich glaube, ich hatte das gestern schon einmal gesehen mit den Item Slots. Oder ist das nochmal andersweitig zu lernen? Könnte natürlich auch sein, ne? Wirksame Gallnussbrühe, nee. Weg des Ninja Neuling habe ich jetzt freigeschaltet. Ach, das kann ich dann auch. Ich brauche einen zweiten Punkt, okay. Dann spare ich mir den auf. Boah. Was ist das? Für die Kira-Generation, wenn du während kraftlos die Haltung änderst. Dann spare ich mir den nochmal auf und dann gehen wir mal eben die Missions machen. Tutorial-Mission.
Locke eines Ninja. Na, hast du es endlich gemerkt? Ich verfolge dich schon eine ganze Weile und muss sagen, dass du die ganze Zeit über ziemlich ungeschützt warst. Ey, schau mich nicht so an. Mein Name ist Kato Danzo. Ich bin ein Söldner-Ninja. Ninja und rein zufällig hat mir Tokichiro ein stattliches Sümmchen dafür bezahlt, dich auszuwählen. Also wie wäre es? Falls du kein Interesse hast, nehme ich einfach meinen Vorschuss und verschwinde wieder. Die Entscheidung liegt bei dir. Sure. Jetzt tu das. Locke eines Ninja. Ah, wait. Ninja Shit. Ninja Sterne. Balep. Mann. Damn, 17 Punkte? Achso, ja, ne, Bindung. Ja. Bindung. Wow. War ja mega hart. Ey, du bist ja ziemlich schnell vom Begriff. Sehr gut. Macht einfach keinen Spaß, wenn ein Schüler zu nichts nutzt ist. Hör zu, ich hatte eigentlich nicht vor, nach all dem noch hier zu bleiben. Wirklich schaden kann es aber auch nicht. Immer nimmt man nicht jeden Tag einen Yokai als Schüler auf. Das dürfte bestimmt spaßig werden. Wobei ich natürlich erwarte, dass Tokichiro weiterhin für die Kosten aufkommt. War ja klar, ey. So, das war das. Mir wurde von einem Mann berichtet, der dich sucht und dir Onyo-Magie beibringen möchte. Warum auch immer. Aber das ist noch nicht alles. Man sagt, er behauptet Abeno Seimei zu sein, der legendäre Onyo-Meister. Das kann aber nicht stimmen, da dieser vor mehreren Jahrhunderten lebte. Und ja, wir sollten uns zumindest mit ihm treffen. Falls er ein Betrüger ist, können wir ihn immer noch fordern. Nachdem er die Führung seiner Familie aufgegeben hatte, zog sich Saito Dosan in eine entlegene Burg in den Bergen der Provinz Mino zurück. Das haben wir doch schon. Ist das die gleiche Burg? Cheat? Ah ja. Erstmal wieder eine Locke durch die Nase ziehen. Oh. Achso, ja, Fähigkeit lernen. Reinheitstalisman. Oh, 17 Punkte, damn. Oh. Oh. Alter. Wait, habe ich keine weiteren Items bekommen? Tatsächlich nicht. Also diese Tutorial-Mission war so im ersten Teil einfacher. Da kriegt man sogar noch Heals in den Arsch geschoben. Gott. Nicht nur muss ich mit einer Waffe spielen. Ich
auch komplett Trash finde. Nee, ich krieg noch nicht mal hier ist für die Cut-Mission. Das soll Abenus Same sein, ja, wobei. Hat man den im ersten Teil gesehen? Hm. Wie scheint, stimmen die Vorhersagen über dich. Du besitzt auf jeden Fall eine Gabe. Naja, also das wäre ehrlich gesagt schlecht. Entschuldigung. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Same, Abenus Same. Ich bin ein Omnium-Magier und die Ausbreitung der niederträchtigen Yokai in letzter Zeit erregt bei mir eine gewisse Besorgnis. Wenn du nach der Kraft strebst, das mit diesen Monstern aufzunehmen, kann ich dir vielleicht helfen. Weiß ich nicht, ob er es kann. Scheint nicht so. So, erstmal kaufen und verkaufen und kaufen und ich kaufe erstmal einen Haufen davon, ey. Wait. Ach, damit kann man auch Instant Max gehen. Okay. Oh, so 40 Stück. Lundenschloss Munition. Pfeile habe ich da ja noch ein paar drin. Was haben wir hier? Dürre Knochen, Nagatama, Glück. Boah, warum? Die Luftfeuchtigkeit ist echt widerlich hier gerade. So eine Bitte. Zusätzliche Ware, Nachlass, Schmiedekosten, Verkaufspreiserhöhung. So. Sagt die Scheiße, die ich bisher bekommen habe, überhaupt? Shit, sagen die. Ganz viel Shit. Nach selten einsortieren. Das kommt weg. Der kommt weg. Der restliche Quark wird verkauft. Mino-Veterans. Das ist schwere Armor. Verkaufen. Ist da noch irgendwas bei? Ach, scheiß es drauf. So, die sind durch, nice. Okay. Damatans bewohntes Kodama-Gefäß. Wow. Yosha-Dexe. Oh, das Kodama-Gefäß. 32, 34. Und die... Ja, das ist sowieso ein nächstes Gebiet. Wobei, Gefallen für den Schmied? Ja. Hey, Hedi. Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Du erinnerst dich doch noch an die Schmiedin Toyo, oder? Du hast sie in Tatara gerettet. Sie hat einige ihrer Wertsachen vergraben. Was? Damit die Banditen sie nicht bekommen. Also... Sie wollte sich das Zeug wiederholen, nachdem die Banditen fort sind, aber jetzt hausen Yokai im Dorf und
Es ist viel zu gefährlich für sie und da kommst du ins Spiel. Sie möchte, dass du ihre Sachen wieder beschaffst. Du wirst ihr doch helfen, oder? Sie zählt auf dich. Nee, jetzt nicht mehr. Auch nur, weil sie nicht direkt gefragt hat. Weil sie nicht selber gefragt hat. Stattdessen so einen komischen Affenman zu mir geschickt hat. So, hier ist nix. Und Kodama sind hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. 25 von 600, Alter. Jetzt geht schon 600 Kodama oder was? Ah nee, das war wahrscheinlich mein Lager. Macht mehr Sinn. Wie viele Kodama gibt es eigentlich insgesamt jetzt in diesem im zweiten Teil? Was geht hier ab? Ach, schon besser. Na komm. Au. Man kann sie noch nicht mal mehr. Okay, also. Im zweiten Teil sind die ja. Aua. Schon irgendwie. Einerseits leichter zu töten, andererseits aber irgendwie beschissener. Im ersten Teil, wenn die halt einmal angegriffen haben, kann man die einfach two-hitten. Hier kannst du die zwar one-hitten mit einer Bombe. Aber wenn du keine Bomben hast, keine mehr, dann ist shit. Okay, jetzt will ich nochmal nach unten gucken, was da noch so abgeht. Ein Dude geht ab. Das größte Problem von diesen Umswitchen habe ich immer noch, nämlich dass ich Waffe wechseln nicht nach rechts machen kann. Ich muss unbedingt meine Finger verbiegen, damit ich mir Waffe wechseln kann, ey. Wait, das ist die alte. Okay. Doppel-Äxte. Hi. Kichiroga urusai kara kita kedo. Taishita yatsu wa inai yo ne. Atashi wa kono atari o katazukeru. Anata wa mura o kudatte. Nani yo? Mada konna toko de mota mota shiteru no? Anata hitori ja tayorinai shi. Atashi mo tsuite ku. Okay. Hey, show about that. Blauring, Langbogen, ey. Müsste doch mal ein Upgrade sein, oder? Für den Yumi Langbogen. Verringerter Angriff, Fernkampfwaffe. Ja. Kann den Angriffswert eines Gegners verringern, wenn du ihn mit einer Kugel um den Feind triffst. Ah, okay, ja, sehr schön. Hier Burns. Mr. Burns ist da. Ach, scheiße. Shit. Aua. Ja, scheiße, Girl. Hey.
Lässt sich da erstmal rippen. Lässt sich einfach schlagen. Udis. Udini. Stufe 60. Oh Gott. Kannst du mal weniger den NPC campen? Arigato. Arigato. Ja, nice. Cool. Hat auch zu viel gekostet. Wo ich da ein Rattenmönch? Ich höre ein Rattenmönch. Ja, der ist dead. Schön. Büb, 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 büb. Geht's. Boah. Schön, wenn hier jetzt noch ein Spieler wäre, der was Nützliches hat, vielleicht. Blutiges Gar, bla. Hi. Komm. Wehgetan. Hat wehgetan, Jung. So, Knochen, Blei, Axt. Nächste Stufe. Brechen. Ui, aua. Brechen, Nahkampfschaden erhalten am Ritter von Menschen. Zugegeben, es ist einfach, einfach nur besser. Die Boni, die die Feuer hatte. Und Shit. Kompletter Shit. So Shit, dass es dem alten DC zu dumm war und deswegen seine Waffe gewechselt hat. Hello. Red Mönch. Ist schon wieder zu Boden gegangen, bisher. Was ist das denn für ein Scheiß? Kannst du aufhören? Okay. Also für die Radmönche will ich aber nicht unbedingt hier. Siehst du, ich habe sowieso viel zu viel Feuershit drin. Und die Schuriken brauche ich hier auch nicht. Hat er das ernsthaft jetzt von Tutorial her die Schuriken gespeichert gehabt, oder was? Das ist doch mega dumm. Unsere Dingsmission, ja.
Feuerzimulett? Nee. Feuerzimulett will ich hier nicht drin haben gerade. Schmeiß ich da rein. Was schmeiß ich da rein? Ein Geisterstein? Ja, why not? Sie rennt natürlich auch ins Feuer. Das juckt sie ja nicht. Vielleicht geht sie zu Boden, nur weil sie im Feuer rennt, ey. Kein Gegner, okay. Job. Good job, girl. Wait, hatte doch die Eggs. So, ich kann ja jetzt hier. Und das hier rein. Ne, für die Ex. Der Spin. Okay. So. Funktioniert. Sneaky, sneaky. Hoppe es ab. Was gibt's hier oben noch? Hier lag ja auch im Loot. Da. Epic Luhuhu in meine Tasche, Junge. Hier ist jetzt nichts Besonderes. Warum ist hier nichts Besonderes? Au. Wow. Knapp. Der hat aber keinen Helm auf. Das reicht ihn aber nicht. Muss doch wieder aufs Dach, da liegt noch Blut. Au. Gott. Muss da so ins scheiß Feuer rennen, ey? Holy fuck, war das knapp. Ich muss sowieso gleich nochmal dadurch, durchs Feuer. Ist das nicht schön? Wi-Fi. Natürlich hat das gereicht, um mich anzuzünden. So,
Wo bleibt sie denn? Die Kollegen. Hier irgendwas Interessantes? Nee. Hi. Ist er alleine hier drin oder? Keine Ahnung, ist auch wurscht, er ist dead. Alle so eine übertriebene Hype auch zu haben. Ist das Geschlecht von der Alten eigentlich anders, wenn man einen weiblichen Charakter spielt? Wahrscheinlich nicht. Ach, hier ist das Ziel. Okay, dann gehe ich nochmal hoch. Ach. Ja, oh, Alter. Sehr gut, Digga. Look at it burn. Verdorben. Tod verdorben. Hier sonst nix. Ah, da ist noch die Leiter. Da ist dicht. Hier ist noch so ein Ass. Oh. Der ist doch auch wasserempfindlich, oder? Wieder zu Boden? Nee. Alter, ernsthaft? Lässt sich da erstmal Gravel comboen? Dämonen-Axt. Demon-Axe.
Verderbnis verleihen, Todesstoß, Schaden. Ah, der Schaden ist halt an sich schon um einiges höher, ne? Nehmen wir mal mit. Aber den generell Elementschaden, den vermisse ich trotzdem irgendwie. Bip. Fuck. Tschüss. Ich hoffe, dass er direkt ins Loch fällt. Bob. Ja, Axt ist schon witzig. Wow. Ich bin komplett im Kreis gegangen. Ja gut, dann geht's jetzt nach unten. Ab im Keller. Wobei, auf der anderen Seite ist noch Loot. Ich hätte... Danke. Von der anderen Seite nochmal runtergehen sollen. Money. Ab vorne, Anirin's Hoity. Aua. Ist doch bestimmt noch ein Radmönch oder so. Verbrannt. Wow. Krasse Hilfe. Ja, von der Breite des Gebiets würde ich jetzt nicht unbedingt Radmönch sagen, sondern eher einen so ein Hammerboy wieder, aber. Ernsthaft, du bist schon wieder down. Ja, das. Ja, ich, ne? Wenn du nicht Ewigkeiten brauchen tätest, um um interagierbar zu werden, dann wärst du gar nicht auf die gekommen. Nicht ins Feuer, bitte. Ja, viel Spaß mit dem. Du musst aber auch schon angreifen, Dumme. Aua. Das Bombe. Auch gut. Er stirbt, sie fliegt runter. Und seine Leiche fliegt hinterher. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Ja, tschüss. Alte.
Danke, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wertvoll Magatama für uns Schmiede... Was? Für uns Schmiede ist? Das hört sich irgendwie nach Mehrzahl eigentlich an bei Magatama. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen treffen. Könntest du alles später bei der Schmiede vorbeibringen? Damit können wir viel bessere Ausrüstung für dich herstellen. Ja, niederer Umibose. Wasserschaden plus 5,2. Der würde sich lohnen, zwischendurch mit reinzunehmen. Gerade gegen diesen scheiß Feuergegner. Ipon Dattara. Schön auf die Burner Club. Umibose sieht aber scheiße aus. 10 Kern einstimmen. Mesuki? Positive Effekte kopieren. Wait. Ah, ja. Goldbilanz, Amrita-Bilanz, Gegenstandsbilanz. Ja. Eine Mission fehlt noch. Solange nicht allzu... Wobei, nee, 2 Missionen fehlen noch. Nee, dann würde ich die 2 Missionen morgen machen. Im nächsten... Oder beim nächsten Mal, je nachdem. Mache ich noch einmal eben leveln. Ich weiß echt nicht, was das ist in den letzten Tagen. Ist übertrieben... warm und trotzdem fühlt sich die Luft mega feucht an. Komplett klatschnass. Stärke. Ja, komm, ich mach die jetzt mal auf 10. So. Ist widerlich. Könnt ihr euch das vorstellen, wie widerlich die Luft hier ist? Sicherlich. Ja, ja gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Ich hoffe für euch, ihr verreckt nicht so hart zu Hause. Später eine gute Nacht und ja, wir hören uns dann morgen wieder. Hoffentlich bin ich da ein bisschen wacher. Bis dahin, tschüssi.